Heute holen wir uns den Frühling auf den Tisch. Mit köstlichen Artischocken. Mit wunderbarem Spinat. Mit zartem Lamm. Mit feinen frischen Forellen. Mit lauter Sachen, die jetzt im Frühling einfach am besten schmecken. Und wir zeigen Ihnen ein paar ganz tolle Rezepte. Come on, come on, good food. Fangen wir mit den Artischocken an. Ja, das ist hier diese große bretonische Artischocke und die muss man ein bisschen waschen. Und das zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Da lässt man nämlich hier oben das Wasser mit einem festen Strahl reinlaufen, dass es zwischen die Blätter dringt und dann schüttelt man die so aus. Und wenn da noch ein Insekt drin sein sollte oder ein Schmutz reingekommen ist. Und dann bin ich schon zur Stelle mit dem Topf, weil ich empfehle, die Artischocken im Dampfdrucktopf zu kochen. Weil sie dann nämlich erheblich schneller gar werden und sie behalten auch schöner ihre Farbe. Also in so einem Dampfdrucktopf sind sie in einer Viertelstunde gar, während sie sonst im normalen Topf ein bisschen Wasser eine Dreiviertelstunde mindestens brauchen. Also den Deckel aufschrauben und dann einfach rasch zum Kochen bringen. Denn das ist jetzt so ein Basisrezept für Artischocken, vor allen Dingen für diese großen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, die Artischocken zu schälen. Das heißt, hier diese ganzen Blattrippen hier auszubrechen. Dann nehmen wir ein Messer und schneiden genau hier oberhalb der hellen Stelle, schneiden wir einfach quer durch. Das, was hell ist, das schmeckt gut, das kann man essen. Was hier dunkel ist, das müssen wir noch entfernen. Zunächst schneide ich aber auch den Stiel ab. Und dann muss man hier unten dieses etwas schälen. Sehen Sie diesen unteren Blattansatz? Und das merkt man mit dem Messer, wenn es leicht reingleitet, dann ist es gut. Und dann hier oben noch ein bisschen die Blätter, die ein bisschen hart sind. Und ich bereite jetzt Zitronenwasser vor. Das Zitronenwasser bewahrt die Artischocken davor, an der Luft zu oxidieren und zu verfärben. Und dann können wir diese Artischockenherzen, die schon anfangen, sich dunkel zu verfärben, hier reintun und so bleiben sie schön hell. Und die Stiele, die muss man auch sehr großzügig schälen. Also richtig so einen halben Zentimeter, die Schale, die braucht man einfach wegzuziehen. Und dann haben wir hier die Fasern vom Mark des Artischockenstiels und die glätten wir einfach mit einem Sparschäler. Und dann kann man die entweder fein geschnitten zum Salat geben. Oder wenn man genügend hat, macht man einen Artischockenstiel-Risotto. Und jetzt zeige ich noch mal einen Trick der sparsamen italienischen Hausfrau. Jetzt haben wir diese obere Spitze abgeschnitten, damit man überhaupt unten den Boden oder das Herz schälen kann. Hier muss ich jetzt nur diese mittleren, bereits hart werdenden Blätter rausholen. Und dann kann ich diese inneren holen. Und dann kann ich dieses hier noch mal abschneiden. Und kann nachher im rohen Salat mit serviert werden. So, und jetzt muss ich die Soße für diese Artischocke machen. Die große französische, bretonische. Und dazu habe ich jetzt den Keil. Ja, brauche ich Zitronensaft. Und dann unbedingt Knoblauch. Und den pressen wir rein durch eine Presse. Dann geben wir rein ein kleines bisschen Chilisauce. Und dann gute Portionen schönen Dijon-Senf scharf. Und das wird nun mit einer Gabel aufgeschlagen. Martina, könntest du mir langsam ein Öl dazu gießen? Ja. Das wäre ganz toll. Ein ligurisches. Das ist doch genau das. Ein ligurisches Olivenöl. Ja, wunderbar. Könnte natürlich in Frankreich auch ein provenzalisches sein. Natürlich. Und jetzt brauchen wir noch ein Salz. Da geht Salz. Und da muss ich dann gleich wieder sagen, wenn Sie das Salz gleich von Anfang dazugeben, dann bleibt die Verbindung stabiler. Jetzt müssen die Artischocken gut sein. Das heißt, wir lassen den Druck raus aus dem Topf. Ist immer mit ziemlich viel Dampfentwicklung verbunden. So, und sobald der Dampf entlassen ist, können wir den Topf auch öffnen. Ja, so. Sehr schön. Das ist mir jetzt zu heiß, um es mit der Hand anzufassen. Aber ja. Aber jetzt heben wir das raus. So. Und so bringen Sie die Artischocke zum Tisch. Pro Person eine oder es teilen sich zwei, je nachdem, ob es nachher noch was gibt. Und dann zeigen wir Ihnen jetzt, wie es gegessen wird. Die ersten Blätter macht man weg. Da ist nicht viel drin, aber hier geht schon los. Da geht schon los. Dann stippt man das in die Schüssel.
und saugt das untere Ende von der Artischocke aus. Eine Delikatesse. Das ist wahr. Also schon mal eine schöne Vorspeise. Ich habe hier schon mal vorbereitet ein gutes Hauptgericht zu den Artischocken. Und zwar Lamm ist ja das Frühlingsfleisch. Ich habe hier zugeschnitzt den Rücken mit den Rippenknochen, die schon gesäubert sind. Normalerweise könnte man sagen, man schneidet es in Koteletts. Aber ich finde, da das Fleisch immer im Ganzen gebraten am besten ist und am saftigsten gerät, machen wir einfach hier diesen halben Rücken, den man auch Rack nennt. Ja, das machst du. Und ich zeige Ihnen jetzt noch, wie man diese kleine Poivrade verspeist. Nimm also diese halbe kleine Artischocken. Und jetzt lüftet sich das Geheimnis, warum das Poivrade heißt, weil in einer Mischung aus Pfeffer, französisch Poivre, mit Salz, wird es eingetaucht. Und ich reibe meinen Rücken jetzt erstmal mit ein bisschen Olivenöl ein, krieg von dir ein bisschen von deinem Pfeffer und dem Salz. Das ist sehr praktisch, dass du mir das schon gut vorbereitet hast. Und reibe das auch damit fest ein. Und jetzt legen wir den Rücken nach unten in die Pfanne, geben drumherum Thymianzweiglein und Rosmarin und Salbeiblätter. Oh, das duftet wunderbar. Den Knoblauch, den habe ich in der Schale zerdrückt und gebe ihn auch rundherum ins Öl. Und jetzt lassen wir das erstmal schön kräftig auf der einen Seite anbraten und dann drehen wir es langsam um. Und in der Zwischenzeit kann ich Ihnen zeigen, wie man einen Salat aus rohen Artischocken macht. Da schneidet man die Hälften oder Viertel eben so in dünne Scheiben. So, jetzt ist alles perfekt rundherum angebraten, hat eine schöne Kruste gebildet. Und nun kommt, ich da? Ja. Und nun kommt ein bisschen Wein. Das gieße ich hier daneben. Gebe ein bisschen was auch oben drauf. Und jetzt schiebe ich das Ganze in den Ofen. Den habe ich vorgeheizt auf 80 Grad Ober- und Unterhitze. Das ist genug Hitze, damit es schön leise durchziehen kann. Und das kommt in eine Salatschüssel. Und dann wird es angemacht mit einer Vinaigrette. Und weil wir das schon haben, kann ich die einfach hier angießen. Und ich nehme hier jetzt noch Kräuter. Ich habe unser Frühlingskraut, nämlich Kerbel, fein geschnitten und einen Schnittlauch, der jetzt besonders intensiv und angenehm schmeckt. Und dann haben wir hier einen wunderbaren Vorspeisensalat. Den serviert man einfach mit ein bisschen Brot, braucht nichts weiter dazu essen. Das ist sich selbst genug. Na, ich habe aber die Idee gehabt mit der Burrata. Weil dann hast du nämlich eine ganz wunderbare Vorspeise. Mach mir mal ein Bett von Salat mit einem kleinen Platz in der Mitte. Das sieht doch schon traumhaft schön aus. So, und dann setzen wir das da drauf. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie unfassbar schön das aussieht, wenn man das aufschneidet. Und dann ist es super cremig. Und jetzt kommt hier nur noch ein bisschen Olivenöl. Und was auch noch dran gehört, ist ein bisschen Balsamico. Ja, jetzt. Das ist eine elegante Vorspeise, die wirklich nicht viel Mühe macht. Sehr frühlingsmäßig. Ja, guten Appetit. Als Beilage zu unserem Lamm gibt es nochmal Artischocken, und zwar diesmal gebraten. Die haben wir ja hier die Herzen schön sauber geschält und ausgehöhlt und jetzt in solche Achtel geschnitten. Und jetzt kommen auch die Stiele ins Spiel, einfach in Zentimeterbreite Streifen schneiden und dann einfach mitbraten. Bisschen Öl in die Pfanne, Olivenöl natürlich in diesem Fall wieder. Und von diesem wunderbaren jungen Knoblauch 4, 5, 10 mindestens. Und ich habe hier jetzt zwei Kartoffeln, die gekocht wurden und abgekühlt sind. Können auch vom Vortag sein. Die werden jetzt in so Spalten geschnitten, dass sie so ähnlich Größe haben wie die Artischocken und werden zusammen gebraten. Genau, kommen erstmal die Artischocken rein. Und jetzt nehme ich noch mal ein paar Salbeiblätter, die ich auch mitbrate. Die Kartoffeln kann man eigentlich auch gleich dazu tun. Die kannst du auch gleich dazu tun.
Die sollen jetzt alle schöne Bratspuren bekommen, diese Stücke. Und ruhig ein bisschen Rosmarin von den Stielen streifen und auch dazu streuen. Und wenn alle Stücke schöne Bratspuren haben, dann erst kommt der Knoblauch dazu. Grob gehackt, und würzen tun wir außerdem noch mit Zitronenschale. Jetzt nur noch einmal schön schütteln, ganz zum Schluss salzen. Und ich nehme auch hier gerne ein grobes Salz, weil das schmilzt langsam und dann beißt man manchmal noch auf ein noch vorhandenes Salzkörnchen. So, dann gucken wir mal nach unserem Fleisch. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das buxieren. Heiß. Dann brauchen wir ein scharfes Messer. Jetzt sehen wir haben ein wunderbares, saftiges Fleisch, das reicht schon. Und können das gleich anrichten. Die Hauptrolle, finde ich, spielt natürlich das Gemüse. Aber so ein Stückchen zartes Lamm, darauf wollen wir doch auch nicht verzichten. Jawohl. Das ist ein ganz einfaches Essen, was wirklich nicht viel Aufwand bedeutet. Manchmal ist das Einfache eben das Beste. Eigentlich fast immer. Ist doch so. Ich bleibe jetzt hier einfach mal bei dem Rosé, obwohl man natürlich zu dem Lamm vielleicht auch einen Rotwein nehmen könnte. Aha, da wird gleich probiert. Da wird gleich mal am Knochen probiert. Der ist ja für mich auch immer das Schönste, da müssen wir uns immer streiten. Dann kriege ich eben so ein Stück. Das schmeckt ja sehr gut. Ganz zart. Der Inbegriff fürs Frühlingsgemüse ist Spinat. Der Schrecken aller Kinder. Aber ja, aber der Schrecken aller Köche in Deutschland ist so ein wunderbarer Winterspinat, der den ganzen Winter über langsam gewachsen ist. Entweder aus Italien oder aus der Pfalz oder vom Niederrhein. Der schmeckt viel kräftiger als der Treibhausspinat, der jetzt auch schon auf den Markt kommt und mit ganz zarte und feine Blättchen hat. Und mit dem können Sie den Pudding vielleicht auch machen, aber er wird nicht dasselbe sein. Er wird nicht diese wunderbare Kraft vom Spinat haben. Und jetzt sieht man hier schon, was für unfassbar dicke Stiele der hat. Und die sind nicht etwa Abfall, sondern diese Stiele schneiden wir jetzt klein und wir machen daraus eine Soße. Und was machen wir mit diesem Spinat, außer dieser Soße aus den Stielen? Spinatpudding, das ist bei uns jedenfalls Tradition. Ja, und zwar ist heute am Karfreitag, das Fleisch eigentlich noch nicht erlaubt ist. Dann gibt es diese Delikatesse. Einmal im Jahr muss das sein. Und dafür wird der Spinat fein gehackt, wenn er blanchiert ist. Und das Blanchieren ist natürlich nötig, weil er erstens mal auf diese Weise zusammenfällt. Und wir wollen ihn ja schließlich weiterverarbeiten. Es soll ein Pudding daraus werden. Und deswegen habe ich das hier schon so weit vorbereitet. Sag mal, diese Zwiebeln, die können auch ein bisschen dünsten, ne? Die Zwiebeln haben wir jetzt schon mal gedünstet für unseren Pudding. Da kommt jetzt ein bisschen Knoblauch rein. Den habe ich hier schon geschnitten. Ups. So. Und hier habe ich ein kaltes Wasser, was ich noch zusätzlich mit etwas Eis kühle. Denn je kälter das Wasser ist zum Abschrecken, desto besser ist es. Dann bleiben nämlich die Vitamine wirklich gut erhalten und die Farbe auch. Und ich stelle schon mal einen Topf bereit für die Spinatsoße und gebe dort hinein die ganzen gehackten Stiele. So, nach einer Minute ist der Spinat wunderbar abgekühlt und den lassen wir dann abtropfen und dann wird er leicht ausgedrückt, so wie wir dieses mit unserem eigenen Sommerspinat gemacht haben, zu Buletten geformt. Jetzt kommt die Zwiebel, fülle ein bisschen Brühe an. Alles zugedeckt, ungefähr 20 Minuten weich kochen. So, die Masse von unserem Spinatpudding ist eingeweichtes Brot. Da hinein kommen jetzt die Eigelb, deren Eiweiß ich gleich in eine Rührschüssel gebe, damit ich daraus nachher Schnee schlagen kann. So, die Eigelb sind drin,
Jetzt kommt der Spinat rein. Schön. Die Zwiebeln, die geben wir einfach hier auf die Brötchenseite, damit sie das Eigelb jetzt nicht vorzeitig irritieren durch ihre Wärme. Aber die kühlen jetzt schnell ab, weil der Spinat ist ja kalt. Dann können wir gleich die Gewürze zufügen. Erstmal Salz natürlich. Dann Pfeffer. Dann brauchen wir auf jeden Fall Muskat. Dann willst du wahrscheinlich Zitronenschale haben? Unbedingt. Reichlich. Und ruhig ein bisschen Schärfe in Form von ein wenig Chili-Pulver. So. Dann fangen wir erstmal hier mit den Zwiebeln, mit dem Brot und dem Spinat. Und dann kann man nach und nach die Eier einarbeiten. Sehr spinatig und nach Frühling. So muss der Eischnee aussehen. Und diesen Schnee dann schön, behutsam und gleichmäßig unter diese Masse rühren. Dazu nehmen Sie am besten so einen Gummischaber, der berühmte Kinderschreck. Und wie immer erstmal einen Teil unterziehen, um die Masse aufzulockern. Und dann den Rest, damit alles schön duftig wird nachher. So, und dann wird es eingefüllt. In diese Puddingform. Wenn Sie so eine Puddingform nicht haben, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Eine Gugelhupf werden Sie haben. Jetzt ist das Ding zu und jetzt setzen wir es entweder in einen großen Topf, der halb hoch mit Wasser gefüllt ist, in ein Wasserbad. Oder wer das Glück hat, so einen Dampfgarer zu haben, der nutzt den 90 Grad und 90 Minuten. So, und dann haben wir dazu diese Soße aus den Stielen und machen weiterhin eine Morchelsoße. Die Morcheln gibt es ja im Frühjahr, wenn man Glück hat, findet man sie. So sehen die dann aus, die frischen Morcheln. Meistens bekommt man sie getrocknet. Das sind jetzt verschiedene Wiesenmorcheln und hohe Morcheln und Spitzmorcheln gemischt. Und die muss man einweichen. Erfahrungsgemäß ist es am besten mit warmer Milch. So, und hier, die setze ich auch in den Dampfgarer, aber die sind natürlich erheblich schneller gar. Und ich tue auch nichts drauf, lasse sie einfach im Dampfgar ziehen. Zu unserem Spinatpudding haben wir ja zwei Soßen. Einmal die grüne aus den Stielen. Die habe ich, nachdem sie weich gekocht waren, nur glatt gemixt, ein Schüsschen Sahne dazu getan und mit Zitrone und Salz abgeschmeckt. Und die zweite Soße, das ist die Morchelsoße. Dafür habe ich jetzt eine Schalotte fein geschnitten und hier zergeht ein bisschen Butter drin. Ich habe hier die frischen Morcheln. Die halbiere ich erstmal längs, weil sie manchmal kleine Bewohner haben. Die wollen wir ja nicht mitessen. Und wenn das Füßchen so ein bisschen angetrocknet oder ausgefranst ist, dann schneide ich das auch ab. Jetzt haben wir ja die eingeweichten Morcheln. Da fische ich mir jetzt diese großen Stücke raus und schneide die auch noch mal ein bisschen klein. Gib dir zu deinen Zwiebeln schon mal die frischen. Die brauchen ja ein bisschen. Schalotte. Zu deiner Schalotte, Verzeihung. So, ja, so viel Zeit, so viel Zeit muss sein. Das Edelste zum Edlen. Jawohl. Und jetzt fische ich die nämlich raus, denn ich möchte die Milch durch ein Sieb filtern. Das sieht man, da ist eine ganze Menge Sand im Getriebe gewesen. Es kommt gleich ein bisschen Pfeffer dran, kommt gleich ein bisschen Salz dran. Und es kommt eine Würze dran, da nimmt man entweder Madeira oder Portwein oder ruhig einen Amontillado Sherry, also einen kräftigen, gereiften Sherry. Und jetzt kommt noch ein bisschen Sahne dran und dann lassen wir das ein bisschen aufkochen und würzen es auch noch mit ein bisschen Zitrone. Ja, lieber Zitronenschale. Auch. Ich lasse einfach noch ein kleines bisschen köcheln. Ja. Und dann können wir servieren. Mein Albtraum ist immer, dass ich das nicht richtig verschlossen habe und ich fasse es am Griff. Und, und Sie können sich vorstellen, was dann passiert. So, jetzt sehen wir, wie schön der Pudding hochgegangen ist, wie wunderbar er seine Farbe behalten hat. Und jetzt brauchen wir ein Messer, um so ein bisschen das jetzt vom Rand zu heben. Den Teller drauf, stülpen, dann einmal kippen. So. Und jetzt herein. Jawohl. Ja, und da ist er schon.
Na, wunderbar. Kann doch gar nicht besser sein. So bringen Sie den auf den Tisch zu Ihren Gästen, die dann hoffentlich alle A und O schreien. Und dann schneiden Sie am Tisch die Tortenstücke raus. Ganz duftig, zart und locker. Und jetzt kommt natürlich noch ein bisschen von der Soße drauf. Einmal rechts und einmal links. Und natürlich stellt man den Rest der Soße auf den Tisch. Dann kann man sich beim Essen immer davon nehmen. Na, wenn das nicht toll ist. Und dazu passt eindeutig am allerbesten ein sehr guter Sauvignon Blanc. Der kann aus Deutschland kommen, aus der Steiermark oder aus Frankreich. Und ich habe mich tatsächlich für Frankreich entschieden. Ganz klassisch aus Puy-Fumé von der Loire. Fantastisch. Also ich hoffe, Sie machen das nach. Es lohnt sich wirklich. Ausgesprochen köstlich, gerade im Frühling, sind Forellen. Genau. Und zwar die Forellen. Die Forellen, die haben ja in dem Frühling deswegen Saison, weil man jetzt die Wilden im Bach wieder angeln kann. Und die schmecken natürlich am allerbesten. Genau. Das sind die berühmten Bachforellen mit den hübschen roten Pünktchen, an denen man sie sofort erkennt. Und die silbrig schimmernde Haut, das sind die berühmten Regenbogenforellen. Ich habe jetzt hier Butter gepfeffert und gesalzen und würze sie mit Zitronenschale. Und zwar richtig großzügig, weil die Zitronenschale gut zur Forelle passt. So, an Kräutern kann man nehmen, was man will. Wir haben hier Pimpinelle, Kerbel, Schnittlauch, Petersilie, etwas Liebstöckel. Gib mir mal bitte meine Portion, weil du machst ja jetzt schon die Kräuter auch für die Kartoffeln. Ja, du kriegst hiervon die Hälfte. Das wird schön eingeknetet. Und dann kriegt jeder Fisch ein Stückchen von dieser gewürzten Butter in den Bauch. Dann haben wir Backpapier vorbereitet. Und zwar setzen wir jetzt erstmal einen Streifen von Butter in die Mitte. Darauf kommt der Fisch. Dann wird der Papier darüber zusammengefaltet und an den Seiten zusammengeknickt, damit nichts auslaufen kann. Weil hier entsteht ja jetzt ein wunderbarer Saft, den wir nachher sozusagen als Soße zum Fisch servieren wollen. Und immer darauf achten, dass Luft drin bleibt, dass sozusagen die Fische im Dampf garen. Zur Forelle gehört auch, finde ich, immer ein Salat. Und da finde ich Schnittlauch dran, um diese Jahreszeit einfach am allerschönsten. Das ist zwiebelig, das ist würzig, erfrischend. Das ist eben einfach ein Allround-Gewürz für rohe Salate. Jetzt kommt der Fisch in den Ofen. Den habe ich vorgeheizt auf 160 Grad Ober- und Unterhitze. Und darin dürfen Sie ruhig 20 Minuten leise garziehen. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Die muss ich beiseite stellen. Ich brauche hier Platz. Ja. Mach mal die kostbaren Kräuter weg, die verbrennen sonst. Und jetzt können wir überprüfen, ob die Forellen auch wirklich gar sind, indem wir so einen Beutel aufmachen und hier auf die Seite drücken. Genau hier, an der dicksten Stelle. Und wenn der Finger sanft nachgibt, dann ist die Forelle gar. Gibst du mir mal den Topf für die Butter? Das gießen wir nämlich jetzt alles in eine kleine Kasserolle. Und das machen wir mit den anderen auch. Wenn Sie erfahrene Gäste haben, dann können Sie natürlich jedem ein Päckchen auf den Teller legen. Und es kann sich jeder seine Forelle selber filetieren. Aber wer das noch nie gemacht hat, der ist vielleicht ein bisschen erschreckt. Und dem wollen wir dann helfen. Das ist nämlich im Prinzip ganz einfach. Am besten nehmen Sie ein Fischbesteck. Dann können Sie nämlich hier mit dem flachen Messer unten anfangen und die Haut nach oben hin abziehen, indem Sie einfach mit dem Messer drunter fahren. Und jetzt gehen Sie hier an die Mittelnaht und trennen obere und untere Hälfte voneinander, indem Sie das einfach so ein bisschen wegschieben. Und jetzt nehmen Sie erst das schöne dicke Teil und legen es auf den Teller. Und jetzt kommt noch was ganz Entscheidendes. Der Kopf von der Forelle enthält Bäckchen. Weil das Bäckchen, das ist immer das Übrigens, Beste. Weil ja. es gibt nur zwei und sie sind sehr klein. Jetzt habe ich in die Soße, die wir eben abgegossen haben, noch mal einen Schuss Wein gegeben und etwas Butter. Schwenke das ein und dann kann man das über die
Forelle träufeln. Und das ist einfach ein Klassiker. Das ist ein Oberklassiker. Und dazu gibt es einen grünen Salat. Da hast du eine Vinaigrette gemacht, die kommt ganz zum Schluss einfach. Ein ganz kleines bisschen darüber. Und dann kommt noch mal Schnittlauch drüber. Und was wir jetzt noch unbedingt brauchen, ist der richtige Wein. Die Forelle will schwimmen. Und die Forelle kriegt, weil sie aus dem Schwarzwald kommt, einen Wein aus dem Schwarzwald, aus der Ortenau, einen Riesling. Diese Art von Riesling gehört für mich zur Forelle. Vor allen Dingen deswegen, weil die Säure vom Riesling die Buttrigkeit von unserer Soße und von der Forelle gleich wieder auflöst und die Zunge sauber macht. Wunderbar. Sie sehen mich hier Orangenzesten schneiden. So nennt man nämlich diese haarfeinen Streifchen von der Orangenschale. Und dafür habe ich die Orange mit dem Sparschäler so dünn geschält, dass das ganze Weiße noch an der Frucht haften bleibt und nur die schöne aromatische Schale davon kommt. Und ich karamellisiere hier etwas Zucker. Und das Ganze ist für unser Dessert, was sich wunderbar vorbereiten lässt und ganz toll schmeckt. Und wenn die Schale entfernt ist, das Fruchtfleisch offengelegt, dann legen wir die Frucht in die Horizontale und schneiden quer ungefähr knapp Zentimeter dicke Scheiben. Ein Karamell ist ja nur ein Karamell, wenn es wirklich schön braun ist. Wenn es so ganz hellblond ist, dann schmeckt er ja noch gar nicht. Dann ist er nur süß. Und süß allein ist nicht genug. Also auch aber bei der ich habe jetzt in der Zwischenzeit Nüsse gehackt, Walnüsse. Und die kommen jetzt hier rein, auch dazu, und werden mit karamellisiert. Das duftet ja unglaublich. Jetzt werden die Früchte nur ein bisschen mariniert mit Orangenlikör. Hier. Nur so ein bisschen besprenkeln. Die Früchte selber sind ja schon aromatisch genug. Und jetzt kommt noch ein kleiner Kick von Orangenlikör. Das ist immer gut. Und wenn das jetzt hier schön geschmolzen ist und die Nüsse auch ordentlich überzogen, dann wird es einfach da oben drauf verteilt. Und du bist so lieb und schlägst noch ein bisschen Sahne steif. Das muss nicht sein, aber schmeckt sehr gut, wenn ein bisschen halbsteif geschlagene Sahne dazu kommt. Das verteilen wir jetzt hier drauf. Und dazu gibt es einen Drink, den ich noch schnell zeige. Und für den Drink brauchen wir die Schale von der Orange. Und die reiben wir über Zucker ab, damit genau in der Schüssel über dem Zucker dann die Öle, die sich dabei verteilen, sofort vom Zucker aufgenommen werden. Und diesen gewürzten Zucker, da gebe ich einen Löffel davon in ein Glas. So. Möglichst viel Schale und möglichst wenig Zucker. Darauf kommt dann der Saft, den wir auspressen. Darüber kommt gecrushtes Eis und das hier reinfüllen. So. Okay. Minze. Die einfach fein schneiden und jetzt mit Sprudel auffüllen. Also das kann man sehr gut mit Sprudel auffüllen, dann ist es ein alkoholfreies Getränk. Na, sieht das nicht toll aus? Na ja, dann noch einen ganz kleinen Schuss Granatapfelsaft dazu. Pass mal auf, geh mal. Ja, das ist eine gute Idee. Oder Granatapfelsirup, damit es noch mal noch intensiv ist. Ja. Und dann hat es natürlich gleich eine ganz andere Farbe. So, das nehmen wir mit und dann können wir servieren. Denn der Nachtisch ist fertig. Ohne viel Mühe, sieht super aus. Jeder findet es großartig. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit unseren Rezepten den Frühling auf den Tisch gebracht. Bis dann also. Tschüss. You say the place, I'll give the time. You bring your smile, I'll bring the wine.